Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, für Jackie hat sich vor kurzem das Leben von einer Minute zur anderen krass verändert, denn plötzlich war er ganz allein. Sein eng vertrautes Frauchen ist gestorben. Die alte Dame hatte den Zwergspitz als Welpen zu sich geholt, weil sie sich sicher nach Gesellschaft sehnte. Im Mai wird Jackie 3 Jahre alt. Er ist also noch ein sehr junges Tier. Ganz unglücklich und verunsichert saß die kleine Fellkugel in der Arche Noah und weinte regelrecht nach seinem Frauchen. Mit dem Schnäuzchen nach oben heulte er wie ein kleiner Wolf. Im Tierheim ohne den gewohnten engen menschlichen Kontakt sehr schwer gehabt hätte, lebt er zurzeit bei Tierfreunden in einer Pflegestelle. Dort kann er aber nicht bleiben, weil der vorhandene Rüde von ihm nicht begeistert ist. Klein Jackie würde gern der Chef sein, was er in seinem bisherigen Leben wahrscheinlich auch immer war. Frauchen und er lebten in einer Wohnung in Gotha und es gab dort keine Konkurrenz. Wochen in der Pflegefamilie hat sich schon einiges zum Positiven verändert. Jackie schreckt nachts nicht mehr aus dem Schlaf und weint auch nicht mehr. Er geht sehr gern mit Gassi und hat wieder Appetit. Auch kennt er sich gut im Garten aus, in den er ganz allein geschickt werden kann, um sein Geschäftchen zu erledigen. Am allerliebsten sitzt Jackie auf einem Schoß und genießt es, gestreichelt zu werden. Das wird ihn sicher an sein Frauchen erinnern. Er ist ein ganz liebes, anschmiegsames, aber auch wachsames Hündchen. Von Tag zu Tag gewöhnt er sich an sein neues Leben und akzeptiert es. Wenn er aber länger allein ist, fängt er wieder an zu weinen, vielleicht aus Verlustangst. Am besten würde es klein Jackie gehen, wenn seine neuen Menschenfreunde nicht mehr arbeiten müssten und meistens für ihn da wären. Ein Ehepaar, bei dem gerade die Rentenzeit beginnt, könnte Jackie mit in eine neue Welt nehmen. Gleiches gilt natürlich auch für eine Einzelperson. Das Leben wird mit ihnen auf jeden Fall fröhlicher und reicher. In einer Familie mit Kindern, wo immer jemand zu Hause ist, wäre es auch schön für Jackie. Kinder mag er jedenfalls sehr. Andere Hunde müssen nicht unbedingt da sein, obwohl er trotz Chefallüren niemals böse wird. Die Mitarbeiter der Arche Noah und seine Pflegefamilie hoffen, dass klein Jackie bald ein neues Zuhause hat.